sind Wegstationen des steten Aufstiegs der Wirtschaft Georgiens. Das Land, das früher eine zentrale Rolle in der Rüstungsindustrie der UdSSR spielte, ist wieder in den Reihen der großen Rüstungsexporteure vertreten. Verträge mit Russland, der Türkei, Deutschland und sogar hat den Bedarf für eine in dieser Zeit besonders wichtige, sichere Ölversorgung im Mittleren Osten hervorgehoben. Wirtschaftsministerin Moore sprach heute von den unglaublichen Ölvorkommen Aserbaidschans und rief amerikanische Investoren auf, Geld für die Erschließung dieser Vorkommen bereitzustellen. In vielen Aspekten ist er ein Produkt einer vergangenen Ära. Seine Ideale sind konservativ und seine politischen Überzeugungen stammen weitgehend aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das disqualifiziert ihn als Politiker? Nein, nein, im Gegenteil. Nicolazze ist ein guter Politiker. Er hat für die Industrie Wunder vollbracht. Er ist ein brillanter Taktiker. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Und ethisch gesehen? Nun. Und wir kommen beim dritten Level. Georgisches Verteidigungsministerium. Tiflis, Georgien. 16. Oktober 2004, 23:01. Entschlüsseln Sie Nicolazes Geheimnis. Die CIA-Agenten mussten sterben, weil sie zu nahe an Informationen waren, die Präsident Kombalin Nicolazze schützen will. Vyacheslav Grinko, ein russischer Söldner, steht in enger Verbindung zu Nicolazze. Die beiden wollen sich im Verteidigungsministerium treffen. Es handelt sich um einen gewissen Vyacheslav Grinko. Wie finde ich ihn? Anhand seines Kennzeichens. Und was, wenn er nicht im Auto ist? Dann wird es sein Fahrer sein. Schnapp ihn dir und bring ihn zum Reden. Wirst doch gerne mal ein bisschen grob. Wer, ich? Ja, Sam wird nie grob. Er ist immer der höflichste Mensch der Welt. Den Grundriss des Ministeriums besorgt. Sie haben im Hof ein aktives Lasersicherheitsnetz. Also halte ich mich vom Hof fern. Du darfst keinen Alarm auslösen. Wir haben für diesen Einsatz immer noch keine Genehmigung von oberster Stelle. Ein Fehltritt und die Mission ist vorbei. Gut, also jetzt dürfen wir, wie gesagt, im letzten Part habe ich es ja schon vorher gesagt, wir dürfen nicht erwischt werden. Wir müssen ganz leise sein. Ein Fehltritt und wir haben verloren. Und wo ich das Level zum ersten Mal durchgespielt habe, da habe ich auch Cheats verwendet. Das heißt, ich werde dieses Level durchspielen, ohne zu cheaten. Da habe ich nämlich hier diese F-Tasten verwendet. Was ist hier los? Ja, das fängt ja schon mal gut an. Schreibt mich doch nicht so. Jetzt haben wir die Hälfte unserer Leben verloren wegen dir. So. Ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich hoffe, ihr habt meinen Tastengetippe nicht. Die Tastatur ist hinter dem Mikrofon. Okay, hier ist eine Kamera. Können wir irgendwie das Licht ausschalten? Moment, ich suche schnell. Wenn wir uns vorbeischleichen, also so, dann müssten wir nicht im Visier der Kamera kommen. Ich probier's dann mal. Autosave. Okay. So, jetzt rennen. Gut. Jetzt sind wir unter der Kamera. Und jetzt Licht aus. Licht aus. Okay. Gut. Jetzt ist die Kamera über uns, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht an dem PC sind. Ich glaube, ich schalte ihn sicherheitshalber mal aus. Entschuldigung, PC. Billigmarke. So, jetzt ist dieser Raum stockduster. Jetzt müssten wir immer einen sicheren Ort finden. So, wir gehen hier lang. Oh Gott, safe. Ich warte jetzt mal hinter der Tür. So, jetzt muss ich warten, oder? Ich gehe einfach mal rennen. Huh! Gut. Und jetzt? Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Moment, ich tue meine Tastatur ein bisschen weiter weg. Pausier mal schnell. Hier bin ich wieder. So. Gott, so netter. Der scheint hier immer hin und her zu patrouillieren. Ich glaube, wenn er hier ist, an diesem Punkt da, am Rand, wo es dunkel und hell wird, kann ich ihn mir krallen und der wird nichts merken. Natürlich könnte ich auch warten, bis der ganz nach vorne ist und dann könnte ich mit dem hier krallen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu riskant, wenn er sich dann umdreht, dann würde er uns erwischen. Also der ist hier der nervigste, momentan der so rumpatrouilliert, der andere ist kinderleicht. So, jetzt ab, schnapp ihn dir doch. Oh mein Gott, na toll.
Warum klappt nie etwas? Toll. Schnell speichern. Wie kann ich eigentlich schnell laden? Mit F9, glaube ich, oder? Ich glaube, das müsste F9 sein. Renn. Huh. Komm her, damit ich dich killen kann. Finden und befragen Sie Grinkos Fahrer. So, da ist er. Dreh dich um. Also, so stelle ich mir es vor. Safe. Na, wie geht's dir? Wenn der andere sich jetzt umdreht, was sicherlich nicht vorkommen wird, haben wir verloren. Bis dahin versuche ich diese Leiche hier, beziehungsweise den Körper, in Sicherheit zu bringen. Nicht umdrehen, ich warne dich. Okay, das haben wir ganz gut eingestellt jetzt gerade. So, stellen wir es dann mitten in die Kamera. Wenn es nicht angeht, haben wir zwar verloren, aber es ist in Ordnung. Wobei, ich glaube, das ist mir zu riskant. Ich glaube, ich tue sie gleich komplett in Sicherheit bringen. Sicherheitshalber. Wir haben ja Zeit. Ich glaube, dieser Part kann sehr lange werden. Weil das Level auch sehr lang ist. So. Open the door, okay. Gut, ich glaube, jetzt kratze ich mir gleich den da, der ist auch nicht so besonders schwierig. Wir müssen uns ja auch einfach an ihn heranschleichen. Safe. Ihr glaubt. Ach, komm! Ne, komm, das lade ich. Wir haben noch ein bisschen Leben. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Wenn ich nur wüsste, wo laden ist. Hier ist laden, okay, F8 oder alles. Leise! Nein! Also, geht doch. Safe. Und es laggt bei mir ein bisschen. Ich glaube, den kann ich hier in diesem Schatten unterbringen. Hier ist es ja auch dunkel. So. Gut. Safe. Ein Problem weniger. Und es geht weiter. So, hier ist ein Treppenhaus. Jetzt können wir nach oben und nach unten. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht finden wir ja etwas. Oh, es lebt bei mir ein bisschen. Was ist das? Komm, das kann doch kein Schwein lesen. Naja. Okay, hier ist momentan nichts. Können wir da rein? Ja, geht sogar. Achso, da kommen wir her, ja. Ich bin so schlau. Kurzzeitgedächtnis. Oh nein, hier eine Kamera. Wo ist die? Hier? Da ist die Kamera. Gut, safe. 8 FPS gerade. Moment. So. Ich glaube, ich versuche mir jetzt wieder unterm Winkel zu stellen. Kletter bloß nicht hoch, ich warne dich. Ich weiß, das ist eine Stange, wo man sich hochklettern kann. Das magst du ja, Sam, ne? Es ist sauer. So. Okay, jetzt schaut die Kamera woanders hin. Schnell. Gut. Ist es noch eine Kamera oder? Scheiße, da ist noch eine. Safe. You can't see me. Okay, jetzt wieder dasselbe wie vorhin. Okay. Nee, sag bloß, da unten ist noch eine. Okay, hier ist keine. Safe. Und es läuft mit 3 FPS, das ist ja mal wieder super. Jetzt sind es 2, jetzt ist es gar kein FPS, 0 FPS.
Na gut, die Karte ist auch sehr groß. Ich bin früher auch immer mit der Ghost rumgelaufen, sag ich mal. Und die Karte ist richtig, richtig groß. Also es ist kein Wunder, dass es jetzt zum Laggen anfängt. Okay, hier haben wir eine Flasche. Ich glaube, die nehme ich mal mit. Und jetzt... hier ist gar keiner. Oder? Es fängt wieder zum Laggen an, das gibt's doch gar nicht. Naja, aber es soll uns nicht davon abhalten. Ich hoffe, ihr könnt mit 6 pro FPS gerade leben. Ich hoffe, ich kann damit richtig spielen. Gott, es wird ja immer schlimmer. Okay. Hier ist gar keiner. Ah doch, der Typ sie. Ich könnte die Flasche auf den Kopf hauen. Ich glaube, das mache ich einfach mal just for fun. Vielleicht bringt es irgendwas. Ah! Hey! Was, hey? Ja, ich weiß, die Flasche war teuer. Es war in Wirklichkeit eine teure Sektflasche. So, jetzt bringen wir ein bisschen Musik ins Spiel. Na, wo ist er denn? Ah, da ist er. Wow, Vorsicht. Okay. Ich warte jetzt, glaube ich, noch ein bisschen. Na, wo drehst du dich? War wohl nicht. Nein, das war niemand. Nee, nee. Boah. So, jetzt soll ich es versuchen? Ich probiere es mal. Und Kralli! Wir können ihn verhören. Was zur Hölle? Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Bekomme ich das Gefühl, dass du lügst, mache ich das. Für wen arbeitest du? Vyacheslav Grinko. Erzähl mir von ihm. Er war mal ein Spetsnaz. Aber jetzt ist er Söldner. Er arbeitet für Präsident Nikolatze. Wo finde ich Grinko? Er trifft sich mit Messi. Beim Aufzug. Auf dem Hof. Wer ist Messi? Philipp Messi ist so ein Computer-Heini. Er hat Zutritt zu Nikolatzes Büro. Worum geht es bei dem Treffen? Ich weiß es nicht. Ich schwöre, es muss was Ernstes sein. Wenn Nikolatze Grinko persönlich sehen will. Du solltest unsere kleine Unterredung jetzt vergessen. Ich verstehe. Gut. Und tschüss. Ich will wissen, was Grinko und Messi beim Aufzug besprechen. Um dorthin zu kommen, muss ich das Lasernetz deaktivieren. Dann mach es. Ja, okay. Jetzt muss man, wie gesagt, es ist nur das letzte System deaktivieren. Damit wir in den Hof kommen und das Gespräch abhören können. Mit diesem, haben wir es gerade dabei? Diesem... Lasermikro. So, okay. Jetzt müssen wir jetzt erstmal wieder aus diesem Parkhaus raus. Wir nach oben. Ach Gott, das laggt jetzt so extrem gerade. Ich glaube, ich schließe mal ein paar Programme und tue das Spiel dann wieder aufnehmen. Bis gleich. Wobei, jetzt geht's eigentlich, oder? Ach, ich schließe ein paar Programme. Bis gleich. Hier bin ich wieder und es läuft immer noch so schlecht. Naja. Ich habe jetzt alle Anwendungen geschlossen, die ich nicht brauche für dieses für diese Aufnahme und es läuft nicht besser. Naja, kann man nichts machen. Dann spiele ich eben so weiter. Ich hoffe, es ist im nächsten Level nicht so. Dieses Level ist halt sehr groß, deswegen... Ja, deswegen ist es nicht so verwunderlich, dass es jetzt laggt. Gott, aber jetzt wird ja immer schlimmer, sehe ich gerade. Ein FPS. Oh Gott, ich fail hier gerade mit dem Aufnehmen. Und warum haben wir denn 38 Schüsse? Wir haben doch gar nicht geschossen. Wir haben doch nur einmal geschossen, um das Licht auszuschalten. Das gibt's doch gar nicht. Warum leckt es? Verdammt. Vielleicht... Hilfst du was, wenn ich das Nachtsicht ausschalte? Ja, das ist besser.
Das war knapp. Nein, hier ist kein Agent. Hier ist kein Special Agent. Jetzt. Huh. Ich glaube, ja, mit dem Nachtsichter leckt's nicht mehr. Und nicht mehr so stark, sag nur so. Lecken tut's immer noch. Jetzt rennen, 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 rennen. So, sind wir da? Nein. Hier ist der Ausgang. Ich hoffe, es sind da keine Tipsies mehr. Okay, hier geht's weiter. Ist hier jemand? Hallo? Ha, eine Kamera. Überall sind Kameras. Fies für ein Level, wo man nicht entdeckt werden darf. Wo ist denn hier ein Lichtschalter? Ich glaube, ich mache mal schnell. Ah, hier ist der Lichtschalter. Und aus. Kann ich die Tür zumachen? Hört so, es zieht. Ich kann die Tür nicht zumachen. So ein Scheiß. So, ich muss mal wohl oder übel das Nachtsicht wieder anmachen, auch wenn es dann lecken wird. Aber was ist Dietrich? Ich mache das wieder aus. So, Dietrich. Na, jetzt, aber... So, der letzte hat sich ein bisschen gewehrt. Oh mein Gott. Wieder runter und safe. Ich brauche hier unten einen Oberst. Wir müssen durch einen Retina-Scanner. Ich habe Oberst Kobiaschwili auf Patrouille. Soll ich ihn zu dir schicken? Bloß nicht. Ich hasse den Kerl. Wir finden schon einen anderen. Okay. Na komm, halt dich fest. Gut, dass ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, sonst würde ich mir jetzt wahnsinnig werden, weil ich nicht finde, wie es weitergeht. Also, bis ich das gefunden habe beim ersten Mal, da habe ich hier ewig gebraucht. Gut, und jetzt safe. Und lass los. Lass los. Jetzt, ich weiß, du hast Angst, aber lass los. So. Okay. Jetzt sind wir in so einer Küche. Whatever. Ich dachte, die Küche sei geschlossen. Ist ein besonderer Befehl, Oberst Kobiaschwili. Ja, ausgezeichnet. Darf ich? Bitte. Danke. Ich danke. Ja, verpiss dich, Wachmann. Kann ich die Flasche irgendwie ablegen? Warte, Moment, ich brauch dir. Nein! Warum musstest du springen? Bist du verrückt? Sam, du bist dumm. Das war dumm, was du gemacht hast. Ach, diese Flaschen. Schnell aus. Raus. Jetzt pack ihn dir. Hol ihn dir. Nein. Nein. Nicht. Hau ab. Nein. Er hat mich erwischt. Nein. Das war einer zu viel. Mission ist beendet. Ich hasse euch. Ja, ausgezeichnet. Darf ich? Bitte. Wer ist da? Niemand. Hier ist niemand. Oh, verdammt. Licht aus. Nein, nicht das. Licht aus. So. Hey, ich bin hier drinnen. Oh, fuck. Fuck. Was? Nein. Sam, du bist eine Niete. Werfe das auf Ries, er ist dort. Ich weiß. Ja, ausgezeichnet. Warum muss ich die Flasche in die Hand nehmen? Ich glaube, ich schmeiß jetzt aus dem Fenster. So, tschüss. Danke. Ich danke. Blöde Flasche. Die Flasche ist eine Flasche. Vielleicht kann ich mir den einen da krallen, ohne dass der andere mich merke. Aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Ach, na toll. Wieder Zoll. Ich hasse euch. Wobei, er hat noch nicht Alarm geschlagen. Boah, das war knapp. Puh. Das war echt scheiße knapp.
Aber wir haben es geschafft. Der hätte hier einfach nur den Alarm an machen müssen. Safe. Ich glaube, ich mache mir mal wieder ein Sicherheitssafe. Nein! Oh Gott. Okay, zum Glück habe ich hier einen Quicksave. Level 2. Ja, überschreiben. Okay. Gut, wo kann ich die denn jetzt in Sicherheit bringen? Hier ist es am besten, im Tiefkühlraum. Damit sie auch schön einfrieren, die Leichen, beziehungsweise die Körper. Wir haben sie ja nicht umgebracht, es sind ja... Wir haben sie ja nur bewusst geschlagen. Wir haben sie bewusstlos geschlagen, genau so haben wir es gemacht. Safe! Okay, das lief ja besser als gedacht. Ich dachte hier, ich brauche Jahre dafür. Naja. Oh, vielleicht sollte man den Ofen ausmachen. Naja, nicht, dass da irgendwas anbrennt. Spiegeleier? Okay. Verletzt hat man das Messer mitnehmen. Könnten wir das Waffe einsetzen? Naja. So, ich tu mal die durch die Tür spähen. Da könnte ja jemand sein. Nachtsicht an. Ha! Hm. Ich muss das Nachtsicht wieder anmachen. Jetzt läuft es aber erstaunlich flüssig auf einmal. Hätte ich nicht gedacht. Nein! Nicht! Tu es nicht!